Ich wechsle rüber. 3, 2, 1. Whisky saufen. Auf dem großen Bildschirm. Und los. Und weiter geht's hier. Alter, ist das geil! Was geht, Leute? Hi, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wundert euch nicht, dass ich jetzt im Nachgang komplett anderes Outfit anhabe und es ungefähr 12 Stunden in der Vergangenheit liegt, denn ich habe gestern tatsächlich mit Trimax bis 2:30 Red Dead Redemption gespielt. Und zwar nicht irgendwie, meine Freunde, denn wir haben gemeinsam mit Stadia gespielt und ich dachte mir, es wäre angenehmer, wenn ich die Anmoderation jetzt am nächsten Tag aufnehme, weil ich war gestern tot. Wir haben also eine kleine Kooperation mit Stadia momentan am Laufen. Viele von euch werden Stadia wahrscheinlich schon kennen. Stadia ist eine cloud-basierte Gaming-Plattform von Google, die mit diesem wunderbaren kleinen süßen Controller hier echt nahtlos extrem nice funktioniert. Stadia ermöglicht es euch, Spiele ganz easy auf euren Rechner, auf euer Fernseher, auf euer Chromecast, auf euer Handy oder sonstige Geräte, auf Tablets und so weiter und so fort zu streamen. Das heißt, ihr müsst die Spiele nicht installieren, sondern könnt das Ding quasi cloud-basiert spielen. Wie das Ganze funktioniert, ist relativ simpel, denn der Rechner quasi, wo das Spiel gespielt wird, ist gar nicht bei euch zu Hause, sondern irgendwo im Internet und die Spieldaten werden quasi wie ein YouTube-Video einfach auf euren Rechner oder euer mobiles Endgerät übertragen. Super easy und super nice und super, super flexibel vor allen Dingen. Denn ich kann einfach, wenn ich Bock habe, kann ich einfach hier, wie wir das gestern gemacht haben, zum Beamer hingehen, der mit dem Chromecast connected ist und da weiterspielen. Ich kann einfach mit meinem Handy Titel wie Red Dead Redemption spielen. Holy sch**, Leute, was geht ab? Wenn ich Lust hätte, wie gesagt, könnte ich jetzt auf diesem kleinen Smartphone hier alle AAA-Titel spielen, die Stadia im Angebot hat. Insane. Braucht keine Konsole mehr, kein PC und habe trotzdem die Möglichkeit, in 4K bis zu 60 FPS mit 5.1 Dolby Surround Sound zu spielen. Was eigentlich echt krank ist, weil normalerweise kann ein Handy sowas nicht. Aber mit Stadia ist es echt easy möglich. Dieser wunderbare Stadia-Controller, den ich hier übrigens in Night Blue habe, es gibt auch noch 3 weitere Farben, falls ihr die auschecken wollt, der Link ist in der Videobeschreibung, verbindet sich nahtlos direkt mit den Google-Servern und ich kann quasi damit einfach spielen. Also das hier ist eigentlich mein Ersatz für jede Konsole, für jeden PC. Ich brauche einfach nur diesen Controller, einen Bildschirm und Internet und das war's und ich kann spielen. Ich muss das Spiel nicht mehr installieren, ich muss es nicht runterladen, es ist einfach sofort spielbereit. Geil! Der Fortschritt wird einfach online gespeichert und ich kann jederzeit wieder reinjumpen. Absolut insane. Und genau das habe ich gestern mit Trimax ein bisschen ausprobiert. Wir sind nämlich hingegangen und haben Red Dead gespielt und ich habe zwischendurch einfach mal ein bisschen hin und her geswitcht, um so ein bisschen zu flexen quasi, wie easy machbar das ist, Leute. Hatte vorne den PC, hier vorne den Beamer und wir haben einfach ein bisschen hin und her geswitcht und es war wirklich krass, wie gut das funktioniert hat. Also wirklich, ich habe das Gefühl, wir leben jetzt schon in 2020. Momentan ist es leider so, dass der Netzausbau in Deutschland noch nicht so gut ist, dass ich damit mobil in der Bahn spielen könnte. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich einfach überall WLAN hätte, was stark genug wäre. Stellt euch mal vor, ihr geht in die Bahn und spielt auf eurem Handy einfach Red Dead Redemption oder andere AAA-Titel in der Bahn. Mit diesem Controller und eurem Handy. Crazy. Ich würde sagen, so viel auf jeden Fall zu Stadia. Wenn ihr Bock habt, checkt das Ganze mal in der Videobeschreibung aus. Vielen Dank fürs Sponsoren dieses Videos und für dieses insane Erlebnis, was wir gestern hatten. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Falls ihr Bock habt, lass Max und ich gerne mehr Red Dead bringen. Und also ist mir auch egal, was ihr jetzt sagt. Wir werden es machen, weil es uns so viel Spaß gemacht hat. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir jumpen jetzt direkt ins Game-Geschehen, meine Freunde. Es hat leider Gottes erstmal ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis Max dann überhaupt bereit war. Ich würde sagen, hier kommen erstmal schmerzhafte 2 Minuten, wie lange ich warten musste, bis Max dann endlich ready war. So, also nach dieser etwas komplizierten Erklärung sind wir jetzt hier gemeinsam mit Trimax und Leo schon im Discord. Ich bin gerade dabei, hier bei Red Dead ganz kurz meinen Charakter einzustellen. Ihr wisst es ungefähr, was abgeht. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen einen Trimax hier. Muskulösen Kerl, der 33 ist, so wie ich auch bin. Ne? Augenbrauen haben wir gar keine, ganz klar. Wir haben gar keine Augenbrauen. Augen und Stirn nehmen wir einfach jetzt mal die hier. Die Nase ist natürlich ganz klar die hier. Wir haben einen wunderschönen Mund. Zähne haben wir natürlich auch. Ja, Zähne. Landei, Bauerntrampel, Zahnfleisch. Ne, wir nehmen den Bauerntrampel, Leute, ganz wenig Zahn. So, Haare. Ich möchte so aussehen. Und will meine Haare so haben. Ja, Leute, das sieht doch genauso aus wie ich, würde ich sagen. Und wir sind jetzt an der Stelle durch und haben jetzt hier... Das ist Billy Bob Revi. Extrem, extrem schön, würde ich sagen. Wir fangen direkt an und jumpen sofort ins Online-Geschehen. Bis gleich. Das bin ich. Es ist halt einfach insane, was die Technik mittlerweile kann, oder? Dass das so funktioniert. Also Leute, wir warten gerade noch auf Max und ich bin hin und weg. Wir streamen das gerade. 1080p, 60 Frames, wenn ich wollen würde, sogar in 4K. Ich habe mir keine 4K-Monitore. Ich spiele online und wenn Max sagt, yo, wechsel aufs Gerät. Ich könnte, wenn ich überall in Deutschland vernünftiges Internet hätte, könnte ich mein Handy einfach mit in die Bahn nehmen und das Game mit Max fortsetzen. Das ist so crazy, Leute. Das ist so unglaublich crazy, wo wir mittlerweile angelangt sind, Alter. Max, du wirst mich hassen, wenn du mich gleich online siehst. Also ich habe immer wieder auf zufällig gedrückt und alle Charakter, die zusammenkamen, waren einfach alle hässlich. Perfekt. Ey Max, ist das nicht krass? Guck mal, wir spielen das Spiel gerade, wir haben das aber nicht installiert. Es ist nicht auf unserem PC.
Scheiße. Ja, es läuft, es läuft einfach instant einfach. Digga, ich konnte das Game auf PC nicht zocken wegen Treibern. Keine Treiber laden, Installation, Patchnotes, ja. Download vom Game, nichts. Ja. Einfach daddeln. Das ist so crazy. Ich schaue mir das hier gerade an, das ist wie ein YouTube-Video. Ich kann es einfach pausieren, ich kann einfach sagen, zack, das war's. Ich reite gegen den Kaktus. Ich schieße. Bin runtergefallen. Bin vom Kaktus, bin vom Pferd gefallen, Max, Alarm. Stell dir mal vor, du sitzt in der Bahn, zockst Red Dead auf deinem Handy. Ja, ist lit. Erzähl's mir doch. Es ist, wie es ist. Ich call das die Zukunft. Zeig mir das Video in 10 Jahren und beweis mir das Gegenteil. Ich kann sagen, ich hab's gesagt. Soll ich den umbringen? Hä? Ja, aber. Hä? Was soll ich jetzt hier machen? Ich weiß nicht, ob. Alter, der ist lit. Das ist natürlich jetzt dumm. Richtig. Mein Pferd ist gerade vom Zug überfahren worden. Da musst du immer aufpassen. Da stand doch da. Passen Sie auf, dass Ihr Pferd nicht vom Zug überfahren wird. Was denn? Was soll ich denn hier machen? Ich bring jetzt hier draußen einfach irgendwen um. Okay, guck mal, ich bring diesem Mann jetzt eine Leiche. Leiche. Nee, richtig, Postmeister, ja. Ach. Hello. Jetzt zieh ich meine Waffe. Ich bin's, der Messermann. Wo ist das? Das ist so ein Pferd. Kann das sein, dass ein Pferd schneller als ein Auto ist? Mach nicht auf, so dumme Sachen zu sagen. Die haben irgendwie Angst vor mir, habe ich das Gefühl, wenn ich mit meinem Gewehr auf deren Kopf ziele. Alter, stell dir vor, du hast zu der Zeit gelebt, Alter. Das war's dann doch, oder? Du hast einfach for real 43 Jahre am Stück gestunken und bist dann gestorben. Ist das eine dumme, aber wahre Aussage, Alter? Das stimmt einfach. Oh mein Gott, ich muss mal ganz kurz reden. Ich weiß, du wartest auf mich und bist schon in der Umwelt, aber hier ist ja gerade irgendwie eine Ziege weggerannt. Ich muss mal ganz kurz auf die Jagd gehen. Nee, Max, jetzt mach mal Hammer auf. Komm, ich beeile mich. Aber hier war wirklich das ist kurz echt unnötig, Max. Ganz kurz mal irgendwie eine Ziege. Boah, das ist mehr als eine Ziege. Einfach, ich bin unterwegs, ich hab ein kleines Geschenk für dich. Oh Junge, du machst mich aggressiv. Hör doch auf, diese Ziege zu jagen. Ich will doch jetzt einfach. Ich bin unterwegs, ich hab alles. Ey, Max, ich bin noch nie so abgefuckt gewesen, Alter. Was? Alles gut, ich hab was für dich. Ich hab ein kleines Geschenk für dich, da beruhigst du dich, ja? Du hast nichts für mich. Du hast doch nicht mal die erste Mission gespielt, Junge. Oh, Max, pass auf, hier ist ein Link für eine Party. Kannst du auf diesen Link einfach klicken? Klick doch einfach, es ist ein Party-Link. Klick da einfach drauf. Alter, das Pferd. Kannst du auf den Link draufklicken? Ich bin gleich da. Da ist ein Link. Klick auf den Link im Discord, wow. Trimax94 der Party beigetreten. Umschalttaste und Tabulatortaste. Was ist Umschalten? Alex, was ist Umschalttaste? Das ist über STRG, mein Gott! Der hat mich gerade abgeworfen. Alter, ich hab so geil da was dabei einfach, ne? Das ist so geil. Ich will gleich mit dir zocken. Ich zeig dir, ich hab extra ein Geschenk für dich. Ich will am liebsten mit Romatra spielen, Alter. Nee, das ist gelogen. Das war zu viel. Das war zu viel. Man muss ja auch mal bei der Wahrheit bleiben. Ja, und jetzt würde ich sagen, wird dann gespielt. Viel Spaß. Wieso hast du mich jetzt umgebracht? Ich dachte, das geht nicht. Wieso hast du mich denn umgebracht, auch Alter? Aus. Max, ich bin hier. Ich hab dich. Kannst du auch für meine... Max, das ist meine Leiche. Alter, dich gibt's zweimal. Wie geil. Mann, du dämlicher... Alter, du Assi. Das ist Assi. Junge, so kommen wir heute nicht voran. So kommen wir heute nicht geil. Kann man dich eigentlich teabaggen? Revi, Alter. Das ist Assi. Okay. Dein Pferd hat mich einfach umgetreten. Du rennst da. Hast du schon wieder einen Typ? Wir haben geschenkt. Nee, wir müssen jetzt mal wirklich. Okay, Regel Nummer 1. Wir spielen seit 3 Sekunden, haben 3 Leute gekillt. Okay. Das müssen wir jetzt aufhören, okay? Nee, wir müssen irgendwie Leichen loswerden. Wie können wir die loswerden? Ja. Okay, Max, pass auf. Ja, richtig. Mit dem Messer, ne? Guck mal, Das Game ist so asozial. Au! Er schießt auf mein Pferd, was ist los bei ihm? Junge, Mann, du hast mich geschubst, hör auf! Das ist zu dumm, Junge. Jetzt lass aufhören. Hör auf! Du schießt immer gleich direkt, weißt du, ich stech so ganz leicht. Junge, das ist ja hier wie... Was machst du da? Lass es! Hey! Hey! So, Max, pass auf, du chillst jetzt, ja? Bleib jetzt bitte. Hilfe! Junge, der kommt. Ey, wenn die jetzt auf mich schießen, ne? Junge, die schießen auf mich! Ich fesse dich! Und es kommen Randoms an und bringen dich einfach um! Ey, was hab ich damit zu tun? Hör mal auf jetzt! Hallo! Was machst du? Ich wollte das Pferd angreifen, lol. Das Pferd hat mich getreten! Wir müssen es jetzt auf die Challenge mal hier
mal fokussieren, okay? Die Idee ist folgende, Max. Bist du jetzt überhaupt ein Pferd? Kannst du mir jetzt zuhören? Pass auf, ich hab hier Stadia hier auf meinem Chromecast installiert und am PC. Ja. Okay. So, und wenn du sagst, next, dann muss ich die, ja? Dann muss ich wechseln. Dann laufe ich rüber zu meinem Controller und spiele dann weiter auf dem Chromecast, beziehungsweise auf dem Beamer, okay? Verstehen richtig, hab ich auch schon gerade gemacht. Ich habe auch schon auf dem Chromecast gezockt. Next! Okay. Gut, rüber zum Controller. Okay. Ich lebe noch, ich mach das. Er lebt gerade. Okay, Max. Max, ab jetzt gilt's, ne? Du kannst jetzt sagen, go, und ich muss wechseln. Ich hab schon gewechselt, Revi. Ich hab ohne einen Klick, ich hab nur das Handy angemacht und bin, ich zock jetzt übers Handy mit Controller. Ich zock gerade auf dem Beamer mit Controller, es ist insane. Beamer mit Controller, auch lit. Ja, ist richtig geil. Okay, Max, ich geh zurück zum PC, ja? Ja. So, Max, ich bin zurück. Was geht? Achtung, Wrestling. Och, Diggi, du kannst ja nicht immer direkt umwresteln. Häuten, hier, ich leg dir das Fell hier hin. Komm, hier liegt's. Du musst den nur holen. Du musst den nur nehmen. Ach, du Scheiße. Assi! Ich hab über dich geschossen. Ich hab in deinen Kopf geschossen. Ach, jetzt habe ich einen Mord begangen? Ja, du hast einen Mord begangen. Und das darf ich nicht, steht hier. Ich drücke auf E, verhandeln, jetzt wird verhandelt. So, jetzt verhandeln wir, komm. Du hast dich entschieden, mit Trimax zu verhandeln. Verhandlungen enden in 10 Minuten. Treffen wir uns in der Stadt? Ich gehe nach Tumbleweed. Komm, wir treffen uns in Tumbleweed beim Schlachter. Wir treffen uns in Tumbleweed beim Schlachter. In Tumbleweed, wie heißt das? Weiß ich nicht. Wie es heißt? Tumble? Tumbleweed. Tumbleweed, genau, beim Schlachter. Just for the Flex. Ich gehe jetzt rüber und spiele am Beamer weiter. Ich kann es mir nämlich erlauben. Okay? Oh, und bin da. Bin am Beamer. Flawless, Max. Ey, hör mal, hallo. Warum sitzt du bei mir am Pferd? Warum machst du das? Das ist irgendwie romantischer, wenn wir zu zweit reiten. So krank. Ich bin gerade einfach gewechselt. Und jetzt gehe ich zurück. Junge. Jetzt gehe ich zurück. Jetzt gehe ich hier und drück hier drauf. Und drück wieder auf Play. Und sag hier. Und spiel weiter. Zack. Und bin wieder zurück. Und jetzt bin ich wieder hier. Es ist so krass. Es ist eine Session. Tut mir leid, Max. Also ich find das so krass. Ich find's krasser. Also du find's krasser als ich? Ja, definitiv. Okay. Ich hab's vorher schon gesagt. Dann Tumbleweed jetzt, ne? Was machen wir da? Komm, fahr mal schneller hier. Ey, hallo, hör mal auf hier. Reite mal los. Mach mal das Pferd schneller. Weißt du, wenn du das Pferd schneller machst, gibt's einen Trick. Was machst du denn? Vor dem Ohr vom Pferd schießen. Das wird dann ganz schnell. Nicht gegen das Pferd schießen. Nein, ich schieße gegen das Pferd. Ich mach das nur schneller ein bisschen. Das ist doch assi, ne? Der Tumbleweed. Sollen wir in die Kneipe gehen und uns richtig betrinken? Geht das? Klar geht das. Wir sind da. Pferd hat keinen Bock mehr. Max, komm hier rein. Bisschen Roleplay. Ganz, ganz General Store. Einkaufen. Ich kaufe jetzt was im Katalog. Ich guck, was es so gibt. Kleidung. Ich hätte gern ein neues Outfit. Ich kaufe mir Bohnen. Was denn? Oh! Das macht einen ganz neuen Mann aus mir. Das nehmen wir. Und zwar in einer richtig hässlichen Farbe. So, was machen wir jetzt? Geht's 9 Uhr morgens ist es. Ja, nehmen wir Drinks und dann ein Whisky, oder? Drinks. Whisky. Kostet ja gleich viel. Ja, machen wir Whisky. Und so. Ja. Wieso kostet eine Flasche Whisky so viel wie eine Flasche Bier? Und ich würde sagen, ich wechsle rüber. 3, 2, 1. Whisky saufen. Auf dem großen Bildschirm. Und los. Und weiter geht's. Alter, ist das geil! Das ist so geil, Mann, dass das geht! Okay, Controller, Barkeeper, L2. Oh! Hey, kann man nicht in dem Spiel betrunken werden? Ich habe jetzt all mein Geld für Whisky ausgegeben. Gehen doch besser zurück zum PC, das ist. Das ist nicht so meins. Vielleicht dann doch. Aber es ist trotzdem gut, dass es die Möglichkeit gibt, ich meine. So, bin zurück. Ich helf dir. Ich hab aus Versehen mit dem Controller geschossen, das wollte ich nicht. Wirst du attacked. Respawn, bin tot. Du hast dir gar nicht geholfen. Ich hab dir geholfen. Ich hab. Ja? Ganz viel getrunken die ganze Zeit. Hier ist eine riesen Schießerei. Du hast nur gesoffen, das hat mir nicht geholfen. Mein Bild ist verschwommen. Ich krieg das hin, ich mach einen neuen Whisky-Rekord in dem Game. Was hast du denn hier angerichtet, Alter? Ich hab dich eine Sekunde allein gelassen. Ich hab nichts gemacht, ich werd auch nicht eingeschossen. Ich bin neutral, ich bin hier ganz friedlich. Schön meine 6. Flasche Whisky um 9:30. Die liegen hier am Boden. Ich nehme das Geld nicht von denen. Da lieg ich. Was passiert? Ey, schau mal ganz kurz. Ich möchte mich noch betrunkener werden. Lass mal ganz kurz. Das kann echt ein Rekord werden. Guck mal hier, ich kann gar nicht mehr mit dem Barkeeper reden. Mach's gleich, okay? Das ist wie mit dir auf eine Party gehen. Das ist genauso Chaos, Alter. Guck mal, wie ich trinke. Ich kann gar nicht mehr richtig trinken. Ich drück voll trinken. Da ist alles schwarz. Hey, was ist passiert? Es ist alles schwarz. Der ist einfach gestorben. Ich bin tot? Oh mein Gott. Ja, wieso ist man tot nach 8 Flaschen Whisky?
Ja, komm, lass uns keinen Ärger machen. Komm, nee, komm, jetzt hör auf. Hör auf, Junge, sei leise. So, mir reicht's, ich zieh ein Messer. Junge, Alter. Ich hab schon Whisky getrunken, ich hab Power. Ja, Bock auf Schießerei? Was? Damn! 4 von 4 Treffer, learn to play. Gottes Ende, Junge, ich hab den Whisky-Bonus, Junge. Ich hab dich verprügelt, ich hab dich erschossen. Das Bild von Trimax 94 sieht so, das sieht so zurück aus, Alter, dein Charakter. Der sieht so seltsam aus, Junge. Ey, lass mal versuchen zu überleben. Komm, wir laufen jetzt weg. Komm, wir laufen weg. Komm hier lang, komm hier lang. Alter, schon 1,75 Euro Kopfgeld. Weil wenn wir die alle plündern, kriegen wir das wieder rein. Ganze Stadt hier ausgeleuchtet, guck mal. Hör mal auf, wie zu schicken. Max, Alter. Ich hab 1,75 bekommen, geil. Anklage beim Richter. Christian Solmecke jetzt anklagen. Das sind fast 4 Whiskys, die ich dadurch bekommen habe. Ich hab Anklage gegen Trimax erhoben. Wie chillig. Ja, du wurdest angezeigt von mir. Es ist nicht so chillig. Ey, stopp. Junge, wie oft haben wir uns heute hier umgebracht? Achtung, Max, ich werd wieder attacked. Hier ist der Grand Canyon gefühlt zu viel. Hab schon wieder 2 getötet. Bin stark. Max, Hilfe! Junge, zwischen uns ist eine Klippe. Kann ich bergsteigen? Ganz vorsichtig. Ich geb auf. So, Leute, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Part Google Stadia. Max, das muss nicht sein. Wenn ihr Bock hattet auf Red Dead Redemption und euch echt genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, lasst gerne Daumen nach oben da. Alle Links und alles weitere findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, Leute. Immer noch. Komplett auseinandergenommen. Immer noch ein extrem insanes System, meine Freunde. Ihr habt gesehen, wir können einfach wechseln. Keine Installation notwendig. Maximal nices Ding. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt nochmal ganz kurz zu Revi, der eine wunderschöne Abmoderation aufnimmt, die nicht um 1:30 Uhr nachts mit Trimax gemeinsam am Discord stattfindet, sondern am nächsten Tag ganz entspannt ausgeschlafen. Was soll ich sagen, Leute? Absolut insane geiles Video. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das Ding lief super, super flüssig. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil es einfach so ist. Ich habe keinen einzigen Kritikpunkt. Ihr wisst, dass ich sehr ehrlich bin. Es hat einfach alles nahtlos funktioniert. Einfach nur insane. Vielen Dank auf jeden Fall an Google und Stadia für das Sponsern dieses Videos. Der Link zu Stadia und allen Produkten ist in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es gibt momentan 4 verschiedene Controller und 4 verschiedene Farben. Sichert euch auf jeden Fall ein, wenn ihr Bock habt an Weihnachten. Einfach mal ohne PC, ohne Konsole, ohne irgendwelche großen Rechner spielen zu können, ist das Ding auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Gerade für jemanden, der so lost ist wie Max, der keine Ahnung hat, wie man PC-Spiele überhaupt installiert. That's the way to go. Ich bin damit raus, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen spielen. Bis dann. Tschüss. Ciao.